So, ich habe mal wieder ein bisschen was getestet. Die meisten kennen sie, meine GKG 18, die umgebaute GKG 24. Was mich bei der Maschine und bei vielen, vielen anderen immer wieder so ein bisschen ärgert, ist kein Laser zum Anzeigen. Ja, habe ich mir gedacht, da muss es doch auch was von Bosch geben. Gibt es auch, nur leider nicht in Deutschland. Also gucken wir mal wieder in den Staaten und was findet man? Den LS010 Miter Saw Washer, Laser Washer Guide. Eigentlich nichts weiter als ein die berühmte Scheibe, in der sich rotierenderweise ein Laser befindet, der beim Rotieren angeschaltet wird. Scheint es wohl schon etwas länger zu geben, findet man eigentlich nur, wenn man weiß, wonach man sucht. Ich weiß nicht, warum es das Ding in Deutschland nicht gibt, Zulassungen oder wie auch immer. Ich halte es für ein absolut geniales Teil. Ich zeige euch auch gleich warum. Bei der Maschine gibt es eine Besonderheit. Normalerweise ist das gedacht für alle diese Maschinen. GCM 12 SD ist eigentlich nicht die SD hier in Deutschland, sondern die SD heißt dort, ist diese GDL. Passt aber auch auf die normale SD. Dann die anderen Nummern dahinter verbergen sich GCM 8, GCM 10, also so in diese Richtung. Das hier ist ja eigentlich eine 10 Zoll Maschine, ähnlich wie die GCM 10. Bei der hier ist eine Besonderheit, man sieht es eigentlich relativ einfach, wenn man das Gegenstück von der Maschine dazu betrachtet. Da ist innen noch ein zusätzlicher Zentrierring, der dann gegen die Anrückscheibe drückt und das Blatt hält. Ist auch in Ordnung. Was ich machen musste ist, dass ich beim Originalblatt diesen extrem dünnen Blättern der Teil hier übersteht. Hier noch etwas mehr bei diesem Blatt hier, weil es sich um das 1,7 mit 1,2 handelt, das heißt 1,7 mm Zähne, 1,2 mm Stammblattdicke. Eigentlich das Skalpell unter den Blättern, was ich normalerweise verwende für Holz und so weiter, für diese Maschinen extra damals mal entwickelt. Ein saugeiles Blatt, leider nicht mehr zu bekommen. Ist eigentlich direkt für Akkumaschinen, aber ich will jetzt diesmal was anderes versuchen. Wir nehmen einfach mal ein ganz normales 254 mm Multimaterial, so wie es jeder kennt, auf seinen 10 Zoll Maschinen hat. Hier sieht man, immer noch zentriert, steht einen halben Millimeter über. Wenn ich jetzt, rutscht er noch, das heißt, wird angedrückt. Montieren wir das Ganze mal auf der Maschine. Wird es noch einen Blick dauern. Wieder wie es sich gehört. Akku rein. Nun können wir testen. Nicht wundern über diesen etwas dickeren Schlauch, aber bei dem, was ich jetzt vorhabe, brauche ich etwas bessere Absaugung. Stellen wir die ganze mal ran. Hier kann man jetzt natürlich noch nichts erkennen. Ich habe hier ein Stück Aluminium. Jeder kennt es, das ist ein Rest einer Schiene. Da ist mir immer meine GKD drüber gewandert. Mag sie eigentlich gar nicht. Das Teil hier jetzt angelegt. Ja, brav die Spannzange drauf, damit man sich bloß nicht die Finger kaputt macht. Sieht, durch die Rotation wird der Laser aktiv.
wirklich so genau, wie man es haben will. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Materialien. Und was man hierbei auch feststellen muss, die Säge kommt trotz des wirklich schwierigen Materials, weil gerade ist es kein Profil, es handelt sich um eine Platte, auf dieser zu sägen, das funktioniert also immer noch hervorragend. Deshalb frage ich mich, warum es immer noch keine Akkumaschine gibt. Schaffen würde sie es auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass irgendwann mal auch dieser kleine Laser, den es dort zu sehen gibt, dann auch in Deutschland kommt. Für alle, die diese Informationen gut finden, man findet das Teil im Internet.